klar. Ob nun zu Recht oder zu Unrecht, das ist natürlich, ne, das steht natürlich dann zur Frage, aber kurzer Prozess. So, gehen wir mal ein bisschen Gas hier. Legen wir mal den zweiten Gang beim Pferd ein. Und reiten doch mal zum Hehler. Der Hehler ist, wie gesagt, sehr interessant. Da wird man halt allerhand gebimsellos. Ich glaube, muss ich nicht hier rein? Nee. Also manchmal weiß ich nicht, was mit diesem Pferd los ist. Es ist wieder mal kaputt gewesen, weil es gegen so ein komisches Rad geritten ist. Keine Ahnung. So, hier muss irgendwo die Tür sein. Ich weiß aber nicht mehr, wo die genau war. Also hier sind viele Türen. Aber ich glaube, das war im Innenhof, ist man da reingekommen. So, war das hier? Ja, genau, es war hier. Gehen wir einfach mal ein bisschen auf den Markt. So, gucken wir mal. Ja, so ein typisches Treiben hier, ne? Ja. Hi. Ja, hier sind halt viele Leute und... Soweit ich weiß, kann es einem auch passieren, dass man hier überfallen wird. Also so ein Taschendieb oder sowas halt rumeiert und einem das Geld klaut. Mir ist es schon mal passiert, ich bin in den Laden reingegangen und wurde da überfallen. Also mir wurde da das Geld aus der Tasche gezogen, dem bin ich natürlich hinterher gerannt. Und habe ihn, naja, ein bisschen um seine Habseligkeiten erleichtert, weil es waren ja auch meine Habseligkeiten dabei. Von daher, ne, das macht man ja nicht. Das ist ja verboten. So, Ladenbesitzer, wir wollen einmal verkaufen. Ja, und da haben wir doch einen kleinen Goldbarren in der Tasche. Passiert, ne? Und da kriegen wir sage und schreibe 300 Dollar für. So, und dann haben wir hier zum Beispiel auch noch so ein paar silberne Taschenuhren. Da kriegen wir 32 Dollar für. Die verkloppen wir doch glatt mal. So eine goldene Gürtelschnalle brauche ich auch nicht. Genauso wenig wie diesen Ring oder diesen Ring. Diese Uhr brauche ich auch nicht. Und diese silberne Gürtelschnalle brauche ich auch nicht. Und den goldenen Ehering brauche ich auch nicht. So, und dann haben wir hier noch so ein paar Zigarettenbilder, aber die hebe ich auf, weil das sind ja im Prinzip sammelbare Sidequests, glöd. Genau. So, dann haben wir jetzt ein bisschen Geld gemacht, sind wir bei 669 Dollar angekommen. Das ist sehr schön, das ist mal ein schönes Sümmchen, damit kann man mal ein bisschen was. Da habe ich jetzt im Prinzip den Hut auch wieder reingeholt. Ich glaube, der war eh nicht ganz so teuer. Aber dann habe ich halt eben das Kopfgeld wieder reingeholt. Ja, laber mich nicht voll, Mann. So. Okay. Gut, 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 gut. Wo machen wir denn jetzt hin? Ich guck mal gerade. Haben wir jetzt hier noch irgendwas Schönes? Hier rennen halt auch jede Menge Leute rum. Ist eine sehr belebte Stadt sogar. Und das finde ich halt eben das Schöne. Es wirkt... in meinen Augen sehr authentisch. Du hast halt hier auch Baustellen und sowas, ne, wo dann halt Häuser gebaut werden auch. Und im Verlauf der Geschichte werden die halt auch fertiggestellt. Also man sieht da den Fortschritt sozusagen. Wir könnten rein theoretisch, wenn wir jetzt Lust hätten und hier nach Valentine zurückreiten würden, da gibt es auch ein Gebäude, was immer im Bau war. Jetzt zumindest im zweiten Kapitel. Aber das müsste jetzt wahrscheinlich schon ein Stückchen weiter sein. Aber da machen wir jetzt mal nicht hin. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall zum nächsten Quest. Und zwar zu, wie hieß der? Grace. Die Grace. Ja, Spanier gibt es hier auch. Oder Mexikaner. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Ich glaube, es war mexikanisch, oder? Ich habe keine Ahnung. Spanisch. Ich weiß es nicht. Ist mir auch wurscht. Man wird hier in allen möglichen Sprachen vollgequarkt. So. Ja, hier vorne ist ein Kraftwerk. Da darf man nicht rein. Das ist so ein bewachtes Gebiet, sage ich mal. Also hier darf man nicht rein, da stehen auch Wachen. Da darf man nicht rein. Ne, hier ist es. Hier vorne ist es halt. Genau, hier rechts ist jetzt das Elektrizitätswerk. Da darf man nicht rein. Ist, ja, ne? Zu. Also wachentechnisch abgeschlossen. So. Lass mich mal vorbei hier. Einmal links blinken und dann wird er überholt. So. Wie geil wäre, würde so ein Pferd wohl mit einem Blinker aussehen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wäre aber auf jeden Fall mal... Wie gesagt, so ein Pferd muss man pimpen können. So. Hier einmal wieder überholen.
Dann über die Brücke. Was ist das hier drüben eigentlich? Sieht aus wie so ein Sägewerk oder sowas, ne? Weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr interessant. Mal gespannt, ob man in solche großen Gebäude früher oder später nochmal reinkommt. Also so questtechnisch, dass man da auch noch irgendwie was machen kann. Ich weiß ja nicht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. So. Na gut. Wie weit haben wir? 20.42 Uhr, okay. Oh. Ja, cool, dass das Türchen von alleine aufgeht. Das hier ist eigentlich so ein Gebiet, wo man rein theoretisch nicht rein darf. Eigentlich. Weil das, ja, halt eben ein Großland so von so einer Familie ist. In dem Falle der Greys. So halt mit typischen, ich sag mal, Angestellten, wie das zu dieser Zeit halt üblich war. Die Angestellten sind in dem Falle dann halt Sklaven. Und sie sind meistens schwarz. Tja, so war das halt eben in der Zeit. Hier dann wahrscheinlich die angestellten Wohnflächen auf der linken Seite. Also scheinbar geht es ihnen nicht ganz so schlecht. Sie haben immerhin eigene Behausung. Wie es drinnen aussieht, wissen wir nicht. So, okay. Ja. Gut, 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 gut. What do you want, boy? This here the Gray Plantation? Yep. Callagher Hall. And that's as close as you're getting to it. Hey, look, I've been helping the sheriff with some trouble. Wanted me to have a word with a few of the folks on the property here. Emmett Lee. All right. Have a word. But I ain't got the time to help you. Get a move on, will you? Obliged. Na gut, dann kommen wir also doch mal hier rein. Ist ja schon mal nicht verkehrt. Haus sieht so ein kleines bisschen so aus wie das von Django, ne? Nur ich glaube, das von Django war weiß. Hat aber auch diese Säulen und so gehabt. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit damit. Ein bisschen. Vielleicht gibt es drinnen auch ein Gemetzel. Wir werden sehen. Falls wir irgendwann mal reinkommen sollten. Aber das sieht mir so aus, als wenn man da nicht reinkommt. I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region, and... I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Boy's got okay. All the time in the world. Na gut. Dann gehen wir mal zu Bo. Bipapo. Ich gebe hier einfach jetzt mal auf dem Gelände nicht so viel Gas, nicht, dass hier noch irgendjemand umrempel, weil das... Kommt, glaube ich, nicht ganz so gut. Wir sind ja hier eh nur ungern gesehen. Sag ich mal, ne? Oder unerwünscht. Unerwünscht ist das passende Wort. So. Und hier müsste jetzt der Bo irgendwo rumlungern. Ich sehe aber gerade keinen. Hallo? Vielleicht in der Hütte? Ja, mal schauen. Vielleicht ist er ja in der Hütte drin. Offenbar nicht. Die ist zu. Hier hinten irgendwo, vielleicht irgendwo um die Hütte hier. Gehe ich mal stark von aus. Hallo? Da ist er. Da ist er, der Bibabo. Tag. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here, and suddenly there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is... I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope.
but it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved in gang feuds. Seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got money. No brains, mind, but money. Well, in that case... I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Na gut. Bos Brief und Bos Geschenk. Okay. Ja, erzählt er uns aber erstmal komplett seinen ganzen Stammbaum. Jetzt habe ich das Pferd vergessen. Wo denn der Gaul? Komm mal rüber. Komm mal bei mich bei, Junge. Wo ist er denn? Ja, einmal durch die Hecke oder wie? Wow. Stahlpferd. Mir kann dieser Busch nichts anhaben. Ich bin Ronny, das Stahlpferd. Passiert. Kann man da wirklich durchreiten? Geht das? Okay, gut. Naja, von mir aus. Ich bin der Meinung, man sollte sich nicht unbedingt in eine Hecke reinsetzen. Das ist nicht gerade bequem. Aber das muss ja jeder selber wissen, ne? Na gut, dann machen wir doch mal zur Penelope. Penelope? Ich glaube, Penelope ist sie, ne? Ich und Namen. So. Das dürfte ja gleich hier um die Ecke sein, weil die Gebiete nicht allzu weit auseinander liegen, soweit ich das noch weiß. Das war aber sehr knapp. Jei. Haben wir geschafft. Alles gut. Das Pferd ist nicht kaputt. Noch nicht. Ach ja. Oh, hier ist es schön. Hier gefällt es mir. So, einmal hier auf das Gelände. Wie gesagt, es ist nicht allzu weit gewesen. Hier wurde ich aber auch schon mal kalt gemacht. Ich da einfach lang geritten bin. Ja. So ist das halt, wenn man seine eigenen Ländereien hat, ne, und diese bewachen lässt auch noch, da darf halt niemand drauf. Das ist dann halt eben Gesetz. Zumindest bei den Amis. Und da wird halt auch mal... vorbeischleichen. Ist das jetzt euer Ernst? Also, sagen wir es mal so, ich mag Schleichspiele, also sowas wie Metal Gear. Oder auch gerne mal einen Splinter Cell. Ja, aber... das geht immer nicht gut bei mir. Nie. Ich sehe diese blöden Wachen auch noch nicht mal. Davon ist einer. Das geht nie gut bei mir. Nie. Beziehungsweise es geht immer bis zu einem gewissen Punkt gut. Und dann, wenn du dann mal irgendwie nicht aufpasst, sieht dich einer und dann... wie er zum Beispiel. Ich hoffe, er bleibt da stehen. Bleib stehen. Bleib bitte stehen. So viel dazu. Verdammt. Oh Mann. Warum hat sich der Arsch denn rumgedreht? Das
Schlimme ist, ey, ich sehe diese Typen halt wirklich nicht, ne? Ist halt auch so ein bisschen neblig hier ist. Da vorne ist einer. Da steht einer. Dann haben wir den Vogel da drüben. Da ist auch noch einer. Das ist noch ein Baum. Also direkt hier vorne sehe ich jetzt keinen. Guckt der hier her? Das ist halt die gute Frage, ne? Der Typ regt mich auf. Arschloch. Gehe ich jetzt woanders lang. Puh. Halt, ich wollte nicht die Perspektive wechseln, damit ich wenigstens noch was sehe. Wo die Typen sich verstecken eventuell. Also das heißt, sie verstecken sich ja nicht mehr. Ich sehe sie halt nur einfach nicht, weil sie... Ja. Sich gut in die Umgebung einpassen. Wo ist er denn? Ich sehe den wirklich nicht, ne? Hockt er auf einem Baum oder irgendwie sowas? Wäre ja nicht gerade unmöglich, ne? Er muss in diese Richtung irgendwo sein. Oh, ich sehe ihn nicht. Shit. Ist der Kackvogel wieder da? Steht da. Oh, komischerweise sieht er mich jetzt nicht. So, ich verstecke mich mal hinter dieser großen Untertasse. Brunnen. Huha. Komm, gehen Sie. Keiner mag Sie. Ich glaube, wenn er mich das nächste Mal sieht, dann kriege ich ernsthaft eine auf den Deckel. So, da drüben steht noch einer. Den sieht man sogar relativ gut. Der ist weg. Okay. Hallo? Schreck mich doch nicht so. Oh. Juhu. Tür zu. Bin ich überhaupt richtig? Ich muss nach da unten. Da hätte ich auch außen drum rumreiten können. Das wäre einfacher gewesen. Wo ist denn der Vogel? Steht er in dem Pavillon drin? Nee. Ist er irgendwo links? Da ist er. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh schnell weg hier. Weiß man nicht. Das Pferd läuft auch durch Häuser. Meinst du, es ist so ein Terminator-Pferd? Ich glaube nicht. Hier unten ist nur noch eine Wache oder so. Und dann sind wir eigentlich auch schon da. Und die Wache hier unten hat mich beim letzten Mal nämlich gesehen gehabt. Und ist mir dann etwas stinkig geworden. So. Transformer-Pferd. Von mir ist auch das. Sein Pferd, sein Name ist Bumblebee. Und er kann sich transformieren. Er ist nämlich ein Trafo. Nee, nicht ducken. Laufenderweise. Bumblebee Ronny, genau. Oh, da ist die Trulla. Are you Penelope Braithwaite? Well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And ein Geschenk. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from From Bo. Oh, he is so strange. Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the Dark Ages, or, well, I don't know, cave people, perhaps. Bo's different, but if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of that. Da kann es ja nicht schlecht sein. But now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are there's something else. You got a family, sir? No,
Not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But if you see Bo again, oh. Can you give this to him? Sure. Bin ich die Post oder was? Wieso sind das jetzt hier alles rot? Das ist aber nicht nett. So, ich muss aber ein kurzes Päuschen einlegen. Ich bin gleich wieder.